Wenn ihr möchtet, könnte ich euch etwas beichten, aber bitte nicht erschrecken. Es klingt ein bisschen wahnsinnig oder leidenschaftlich oder zumindest enthusiastisch verrückt. Oder halt einfach, wie man so ist als Sith-Fanatiker. Das hier ist sage und schreibe mein 8. Sith-Inka-Video am Stück, das ich hier aufnehme. Ungelogen, die zeichne ich alle auf am 12. März, habe am Nachmittag angefangen. Jetzt ist es schon kurz nach Mitternacht, also die erste Minute des 13. März hat gerade begonnen und ich habe wirklich den Nachmittag, den Abend damit verbracht. Das 8. Video am Stück, natürlich mit Mini-Pausen dazwischen. Das ist insofern ein klares Zeichen für euch, weil ihr könnt euch ganz sicher sein, wenn ich solche Aktionen starte, die ich nicht allzu oft starte übrigens, dann ist das ein sicheres Indiz dafür, dass mir das selber Spaß macht. Das Let's Play in einer solchen Reihe, weil es hat natürlich auch praktische Gründe. Wenn ich so viel am Stück aufnehme, ist das sehr effizient. Ich bin diese Woche ja zwischendurch auch verreist in Mainz bei diesem Anno 1800 Stream und dem Besuch bei den Entwicklern und dann bleibt immer schnell im Programm was liegen. Ich hatte auch zwischendurch in der Woche die Situation, da, wo mal die Inka-Folgen zu spät kamen oder wo das ganze Programm durcheinander gewirbelt worden ist und ich auch mal aussetzen musste. Und wenn ich viel im Voraus produziere, dann ist sicher, dass ich immer genug habe und dass das schön regelmäßig kommt. Aber jenseits solcher praktischen Erwägungen, ganz klare Geschichte. Also ich würde mir sowas in Anführungszeichen gesetzt nur antun, wenn ich nicht, ich muss auch richtig Spaß daran haben. Und das habe ich. Und ich weiß nicht, wie das euch ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir verlieren, ist ja jetzt nicht mehr so unheimlich groß. Ich weiß nicht, wie viel Spaß euch das Video oder die Videoreihe noch macht. Mir macht es Spaß. Das könnt ihr allein daran erkennen, dass ich so eine Folge nach der anderen aufnehme. Ich habe das Gefühl, ich bin im Fluss. Es macht richtig Spaß, ein so schönes Reich, dass wir so viele Stunden und Mühen reingesteckt haben, das zu verwalten, zu sehen, wie schön die Landschaft aussieht, wie schön die Städte aussehen, wie alles blüht weit und wächst und gedeiht und wie die Statistiken hochschnellen, wie reich wir werden, was wir uns alles leisten können zu kaufen. Ich finde, das ist, also mir macht sowas Spaß. Wir haben James Joyce. Ein neuer Literat, ein großer Schriftsteller, den können wir überall hinschicken, denn wir können die großen Werke auch jederzeit hin und her puzzeln und verteilen. Ganz im Norden, wenn wir demnächst ein Amphitheater fertiggestellt haben, in der Stadt ganz im Nordosten, in 4 Runden ist es, glaube ich, der Fall. Jedes Leben ist viele Tage, Tag nach Tag. Wir gehen durch uns selbst, begegnen Räubern, Geistern, Riesen, Greisen, Jünglingen, Frauen, Witwen, Brüdern in Liebe. Aber immer begegnen wir uns selbst. Und in 4 Runden können wir uns immer noch überlegen, ob wir ein solches großes Werk hochschieben und oben dann Kultur generieren in der Stadt oder nicht. Nichtsdestotrotz, werft mal mit mir bitte einen Blick in die Stadt, die ich gerade meinte, nämlich hier nach Polarstation. Die Kanadier haben anscheinend wirklich, denen geht's eng. Charlottetown, direkt daneben gesetzt hier. Das hatten die uns ja irgendwann weggekauft. Insofern hier ein bisschen Druck aufbauen kann nicht schaden. Erfreulicherweise haben wir immerhin das Feld hier behalten, obwohl es direkt neben Charlottetown liegt. Das Ölfeld, das wäre auch sonst sehr, sehr bitter gewesen. Hier eine Besonderheit der Kanadier. Übrigens, ihr seht, ist hier eine Eissporthalle. Wir bauen jetzt auch in Abendröte auf dem einzigen Wassergeländefeld, wo das überhaupt geht, bei der Stadt, einen Offshore-Windpark. Haben wir 2 Solarparks gebaut. Ja, das reicht auch erstmal. Ich habe noch einen 6er, meine Güte. Ich schicke mal einen. Der wollte hoch, ne? Ach stimmt, mit dem wollten wir hier einen Offshore-Windpark bauen, genau. Danach geht es hier weiter. Dann schicken wir den mal hoch und hier ins Wasser und dann nach oben hin. Den hier parken wir. Wie viele Aktionen hat er? Der hat noch 6, der hat 5. Den parken wir mal hier. Für die Zukunft.
Und ihn parken wir hier hinten. Oh lala, da kommt noch ein Offshore-Windpark hin, das ist schön. Eigentlich wollten wir den hier runterschicken, das machen wir jetzt stattdessen mit dem. Hoppla, hier steht ja noch einer. Den hatten wir ja auch zum Parken hingeschickt und mehr kann der auch gar nicht machen. Der bleibt da. Wir wollten ja eigentlich kontrollieren, ob hier das Feld gehört Cusco. Ob die Energie hier ankommt, wenn wir die im vierten Ring hingestellt haben. Aber hier stehen Hydroelektrik, andere Solarquelle. Tatsächlich, das ist der Beweis. Vorher stand da keine Solarquelle eingetragen. Das heißt, das Geländefeld im vierten Ring, was ihr seht, ist in der zweiten Zeile des Tooltips, Cusco zugewiesen ist, ohne von den Cusco-Bürgern bewirtschaftet zu werden. Wenn man dort zumindest die Energie, die wird in Cusco tatsächlich verbraucht und mindert die Energie, die dort angefordert wird von den Öle- und Kohlekraftwerken. Wir haben es nicht nötig gehabt bislang, überhaupt Uran zu nutzen und ein AKW zu bauen. Das finde ich persönlich sehr sympathisch. Klasse, das finde ich richtig gut. Und das wiederum, wisst ihr was? Wisst ihr, dass wir das nutzen werden? Ja, das machen wir. Ich gehe mit dem hier hin auf das Feld. Und das Feld gehört, schaut mal auf den Tooltip, auch Cusco. Wir entfernen die Ressource hier und bekommen in Cusco mit ein bisschen Glück gleich den Bürger Nummer 27. Ja, da ist er. Wahnsinn. Wenn wir hier gleich ein Energiefeld bauen, das ist auch der vierte Ring zu allem und jedem. Bekommen wir hier auch noch zwei Energie rüber. Toll, klasse. Sehr cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Den lassen wir schlummern. Das gibt mir natürlich zu denken. Wir können das auf ähnliche Weise machen bei all den Geländefeldern hier. Wir können ja rauf und können hier den Stein zum Beispiel. Wem gehört das Geländefeld hier? Shan Shan. In zwei Runden Bank fertig. Liste haben wir keine. Kohlekraftwerk danach plus 8 Produktion. Ja, Leute, das machen wir. Wir gehen mit dem Inka-Handwerker hoch auf das Feld hier. Und werden in der nächsten, übernächsten Runde, jetzt nicht, das machen wir schön langsam, hier das entfernen. Oder wir entfernen das jetzt. Entfernen den Stein. Ja, fertig. Und Kohlekraftwerk entsteht als nächstes. Die Bank steht. Und wenn wir wollen, können wir da oben gleich noch Energie erzeugen. Jetzt noch nicht, aber schaut mal links oben, Verbundwerkstoffe, Windpark. Nächste Runde freigeschaltet. Das können wir dann hier oben hinsetzen. Hat keine Unterhaltskosten, im Gegenteil. Würde Gold produzieren, würden wir das Feld bewirtschaften können mit dem Bürger, aber erzeugt auf jeden Fall zwei Energie. Und die wird hier in der Stadt verbraucht. Und das finde ich alles sehr schön. Das ist ein weiterer Zeitalterpunkt. Frostbrand braucht mehr Wohnraum. Okay, welche Überraschung. Vielleicht auch ein Grund hier unten. Noch einen Bauernhof hinzusetzen oder eine Kanalisation zu kaufen, zu bauen, was auch immer. Mit dem hier ziehen wir erstmal gleich hier hin und dann gehen wir vielleicht hoch. Haben wir an alles gedacht? Ja, Blick in die Regierung zeigt uns, dass wir hier auch alles eingestellt haben. Alles soweit gut. Wir sind in der Runde 270. Der nächste Handel, den wir durchführen sollten, ist 272. Eine Runde weiter. Einer von euch, und zwar Jons Gordel, liegt schon viele Folgen zurück. Du hattest es unter dem Video Nummer 103 gepostet. Liebe Grüße an dich, Jons Gordel.
Du hattest mich gefragt im Kommentar, würde es nicht mehr Sinn machen? Bei deinen hohen Goldeinnahmen hattest du mich gefragt, nicht die Stadtprojekte für den Notfall anzuwerfen. Also die Stadtprojekte, die ja den Diplomatie-Siegpunkt erzeugen sollen. Sondern einfach eine entsprechende Summe, im Zweifel gegen Ende des Wettstreites, an die Kanadier, den Begünstigten zu überweisen, wäre eine Möglichkeit. Nur beides ist begründbar. Wir haben sowohl wahnsinnig viel Produktion in den Städten, als auch wahnsinnig hohe Goldeinnahmen. Und mit beidem kann man beide Positionen begründen. Sowohl, dass man doch dann die Hilfeprojekte doch durchziehen kann, als auch, dass man ja auf die Hilfeprojekte verzichten, stattdessen Gold einsetzen kann. Beides lässt sich begründen, beide Standpunkte. Und von beidem kann man überzeugt sein. Ich mache so eine Mischung. Also ich mache im Augenblick noch die Gold- noch die Hilfeprojekte, baue die aber nicht riesenweit auf, sondern nur so ein, der Vorsprung ist ja jetzt nicht uneinholbar hier, verwende das Gold noch, um Bauten zu kaufen, Bezirke zu kaufen oder Gebäude zu kaufen und irgendwann kurz vor Schluss werde ich dann so ein kleines Polster, ein kleines Goldpolster mir erwirtschaften, um notfalls noch hier auf dem, in der letzten Runde Geld an die Kanadier zu überweisen. Das ist mein Kompromiss. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Oh, oh nein. Ein leichter Ausbruch immerhin nur, aber ein Ausbruch. Zwei Felder von einem Weltwunder entfernt. Es brennt aller Orten. Der LKW links fährt durch die Flammen und das Feuer durch. Die Menschen starren besorgt Richtung Himmel und beobachten den Rauch, der aus dem einst stillen Vulkan aufsteigt. Ein leichter Ausbruch. Fünf Geländefelder gedüngt, Vulkanasche liegt drauf. Vier Geländefelder beschädigt. Wir werden trotzdem gelobt, weil in Brühwürfel irgendwas Wunderschönes entstanden ist. Vier Zeitalterpunkte entstehen dadurch. Es ist offensichtlich, dass während die Wissenschaft versucht, den Himmel auf Erden zu bringen, manche Menschen sich ihrer bedienen, um die Hölle zu errichten. Windparks baubar, hatte ich eben erklärt. Kampfpanzer und moderne Panzerabwehr. Wir haben ja mehrere Panzer, die jetzt upgraden auf Kampfpanzer. Blick auf die Herrschaftsstatistik zeigt uns, dass wir bei der Militärstärke auf Platz 2 sind, knapp hinter den Maori und weit vorne vor allen anderen. Der Drittplatzierte hat gerade mal halb so viel militärstarke Punkte wie wir, nämlich die Mali und alle anderen noch viel weniger. Also das sind die beiden militärisch starken Mächte hier, die Maori und wir. Es gibt keinen zwingenden Grund. Das sind ja auch nicht unsere Nachbarn, die Maori, mit Ausnahme von dieser Winzstadt, dieser Siedlung hier direkt vor den Toren. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum wir jetzt aufrüsten müssten. Ja, was nun? Also, diese ganzen Raumfahrtgeschichten brauchen wir nicht. Auch diese ganzen Atombombengeschichten ebenfalls nicht. Wozu soll ich Atomkraftwerke, ja, kann ich mir freischalten. Damit kann ich auch das Manhattan-Projekt freischalten, um jederzeit in die Nuklearwaffenproduktion einzusteigen, falls es notwendig sein sollte. Kann nicht schaden. Geht allerdings erstmal über die fortgeschrittene Ballistik. Vier Runden dauert es. Haben wir weiter unten irgendwas versäumt zu bauen, was wir jetzt dringend bräuchten noch? Nein. Wie kommen wir hier hin? In die Unentdeckten. Hier zum Beispiel über die Nanotechnologie. Vielleicht irgendwas ganz Cooles hier. Geh hier mal rein, baut eine Alumine. Haben wir noch keine einzige Aluminiummine gebaut? Haben wir Aluminium noch gar nicht freigeschaltet? Moment, was ist denn hier schiefgegangen? Ach, wir haben Aluminium nur unter Bezirken. Deshalb können wir uns den Boost hier nicht holen. Deshalb braucht die Nanotechnologie vier Runden. Wir machen mal das als erstes, das brauchen wir auf jeden Fall. Um jederzeit einsteigen zu können. Und dann gucken wir weiter.
Brühwürfel. Aqua Center. Fertig, das bringt uns noch mehr Annehmlichkeiten. Wie sieht's aus? Wir machen das nicht, wir machen die riskantere Sache. Ich gehe mal in die Nanotechnologie, ohne, weil ich einfach wissen will, was kommt hier. Vielleicht ist das irgendwas ganz Cooles. Ein Blick in die Annehmlichkeiten, reichsweit. Jetzt sind wieder alle begeistert. Alleine dadurch, dass wir das Aquacenter hier gebaut hatten und dass viele Städte viele Annehmlichkeiten bringt, teilweise auch die durch den Stromverbrauch, noch 3 Runden, bis das Maracana-Weltwunder hier steht, dann 2 Annehmlichkeiten in jeder Stadt, glorreich. Brühwürfel, Kohlekraftwerk bringt hier 6 Produktionen mehr. Wir haben jetzt schon 99 hier, wow. Lebensmittelmarkt, 5 Nahrung mehr, 3 Nahrung mehr, 21 sind es. Wohnraum, derzeit nicht nötig, Hochwassersperre eh nicht. Ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, um nach langer Zeit mal wieder ein Hilfsprojekt uns zu holen. Eine Hilfeleistung. Um diesen Sicherheitsabstand zu den Nächstplatzierten beizubehalten. Ein weiteres Offshore. Ein weiterer Offshore-Windpark hier baubar. Hier stehen sie. Ein Spargelturm neben dem anderen. Wow, das bringt verdammt viel. Auch deshalb, weil wir einen entsprechenden Bonus haben. Ich glaube durch den Stadtstaat, der hier Boni bringt auf dem Wasser. Und das bei einem Binnenreich, wie wir es sind, wirklich erstaunlich. Ja, jetzt aber mal einen Blick hier hin. Das ist der Vulkanausbruch. Der Lanin ist ausgebrochen. Wie sieht es hier aus? Das hier ist das Handelszentrum, die Bank geplündert. Hier die Plantage muss wieder repariert werden. Hier muss ein Terrassenfeld repariert werden durch einen Handwerker. Hier ein Sägewerk. Das hält sich alles in Grenzen. Das können wir alles machen. Wir haben doch so viele Handwerker mittlerweile wieder. Während wir hier nach dem Kohlekraftwerk die Reparatur auch schon mal vorziehen können der Bank. Das geht ja fix. Hier ein Handwerker. Hier einer. Beginnt mal mit der Reparatur hier. Wir brauchen das Luxusgut Oliven. Schnell reparieren. James Joyce. Hoppla, das dauert ja echt. Was geht am schnellsten? Innerhalb einer Runde nichts. Dann könnten wir ihn vielleicht auch beamen und schon mal hier oben in 3 Runden ist das Amphitheater fertig. Übernächste Runde ein großes Werk einstellen. Das machen wir auch. Wir schnappen ihn uns. Ziehen ihn hier hin. Und beamen ihn in die Polarstation. Ja, hier können wir nichts machen. Das ist alles hier 4. Ring und weiter draußen. Falls hier... Wir können Offshore-Windparks auch hier hinbauen. Das können wir natürlich machen. Auf Küste geht das, auf Ozean nicht. Und könnten dann in der Abendröte für mehr Strom sorgen. Das könnten wir machen. Dann würden wir... Energie wird benötigt, insgesamt 8 hier. Die Energie wird lokal erzeugt. 3 wird durch Kohle erzeugt. Dann könnten wir das Kohlekraftwerk hier entlasten. Das könnten wir machen. Es wäre nicht zwingend nötig. Wir würden dadurch weniger CO2 produzieren. Ernsthaft. Wie sieht es mit dem Weltklima und dem Wandel aus, nachdem wir immer mehr auf regenerative Energiequellen eingehen?
15 Runden immer noch, nächste Polarschmelze. Wir sollten den Markt hier beobachten und schauen, wie der sich ändert, wenn wir mehr und mehr auf regenerative Energiequellen umsteigen. Die Kohlekraftwerke und die Ölkraftwerke, die haben zwar so eine Basisverschwendung pro Runde. Auch dann, wenn die gar nicht mehr laufen, wenn da gar keine Energie mehr erzeugt wird. Ein bisschen verdrecken die trotzdem die Umwelt, aber trotzdem, je mehr regenerativ wir Strom erzeugen, wird trotzdem ein bisschen das hier eingebremst. Wind, hier seht ihr es, zwei lokale Quellen. Eben war es nur eine. Und hier machen wir das auch. Solarpark. Und hier wollten wir... Lasst mich nicht lügen, hier wollten wir auch einen Solarpark hinsetzen, ne? Ein Windpark. Wir könnten uns auch hier gleich eine Chapagnan-Verbindung durch den Vulkan machen. Und dann kommt einer meinetwegen hier wieder raus. Dann sind wir schneller dort oben. Aber der Unterschied ist minimal. Der ist kaum der Rede wert. Ein willkommener Regen löst hier die Dürre ab. Zeitalterpunkte. Der erste voll entwickelte Wasserpark der Welt. Cusco. Ja, bekommt langsam Wohnraumprobleme. Aber noch nicht. Nochmal eine Runde weiter. Noch mehr Strom, bitte. Jetzt haben wir immer noch 7 Suzerainboni, 5 oben, 2 unten. Ja, alles noch gut. 6 Gesamte. Jetzt könnten wir uns einen weiteren Suzerain hier holen. Das wäre ein Klacks. Aber dann hätten wir keine mehr in petto für die etwas wichtigeren Stadtstaaten. Ein Handelsweg nach La Venta. Da kriegen wir keinen hin. Was wir machen könnten, wäre natürlich für die Mini-Zeit mal einstellen. Das könnten wir uns überlegen. Wir könnten mal für irgendeine kulturelle Ausrichtung, die wirklich nur eine Runde dauert. Für eine Runde, da sollten wir irgendeine alte noch haben. Hier zum Beispiel. Die hier. Die Karte einsetzen, dass der erste Gesandte doppelt zählt. Und dann könnten wir in La Venta. Nur in La Venta einen Gesandten hinschicken, hätten dann 2. Ja. Naja, man kann es auch übertreiben. Was wir auch machen können, wir haben ja jede Menge Glaubenspunkte, demnächst Rockbands auf Vorrat kaufen. Das hatte auch der ein oder andere Kommentator von euch, liebe Zuschauer, sich auch gewünscht, um notfalls beim Kultursieg, falls Christina doch noch Gas gibt, das geht ja manchmal ganz schnell, noch nachziehen zu können. Aber dafür gibt es ja immer noch eine Sache, die wir vielleicht vorher freischalten sollten. Nämlich die Kulturhegemonie. Und die Karte, Rockband-Einheiten können sich eine mögliche Beförderung aussuchen. Das heißt, die mal zwischendurch eingesetzt. Mehrere Rockbänden und dann, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich hatte anfangs erzählt, das ist mein 8. Video in Serie. Ich sage jetzt schon, das ist aber das letzte in Serie. Danach gehe ich ins Bettchen 12:30 in der Nacht am 13. März und mache dann morgen weiter mit Railway Empire. Nein, wir verkaufen gar nichts. Offene Grenzen haben wir, sind wir nicht alle. Wir sind kein Allianzpartner.
Echt nicht? Haben wir keine... Wir sind nur befreundet mit ihm? Haben wir keine Allianz mit ihm? Das geht ja gar nicht. Wir packen mal das hier alles raus. Lassen uns 8 Gold von ihm geben für offene Grenzen. Und drehen ihm vielleicht sogar noch ein bisschen Salpeter an. Nein, das ist so okay schon. Ja, wir haben keine Allianz mit ihm. Wie sieht's denn aus mit Süleyman? Haben wir auch mit ihm keine offenen Grenzen mehr? Oh, noch eine Naturkatastrophe, eine starke Dürre. Deren Wahrscheinlichkeit... Nee, die Sturmwahrscheinlichkeit ist erhöht durch den Klimawandel, statt eben im Klimafenster. Die Dürrewahrscheinlichkeit noch nicht. Heuschrecken, eine biblische Plage, schwirren umher. Staub wirbelt im heißen Sand. Aber, ja... Das ist jetzt alles nicht so schlimm, das ist fernab unserer Städte, im eigenen Reich, aber fernab unserer Städte. Ist nicht wirklich schlimm, aber vielleicht zieht die Dürre ja und wandert. Hier beim Klima seht ihr, die Wahrscheinlichkeit von Stürmen erhöht, die von Dürren durch den Klimawandel noch nicht. Und hier, ouch, 11 Runden, jetzt geht's doch Schlag auf Schlag. Also das zieht doch sehr an hier mit dem Klimawandel. Das Tempo erhöht sich drastisch. Autsch, es wird ernst. In Cusco, Hilfeleistung fertig. Ja. Hilfeleistung abgeschlossen. Die nächste Hilfeleistung 2 Runden. Wir gehen mal oben gucken. Jetzt Wohnraum, Kanalisation, Wohnviertel. Da würden wir gleich ein ganz schönes Produktionsfeld bei drauf ausgeben. Hier hatten wir eins reserviert für Wohnen. Wir machen es erstmal mit der Kanalisation. Das Feld entsteht ja innerhalb des Stadtfeldes selber. Morgengold, Kohlekraftwerk. Ja, klar. Wir bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen. Da darf man sich nicht wundern, wenn dann der Schmelzen der Polkappen immer schneller verläuft. Das muss ich einsehen. Plus 12 Nahrung. Riesenrad würde hier mehr Annehmlichkeiten bringen. Wir haben plus 3, das reicht aus. Ja, ich denke, da machen wir die konventionelle Geschichte. Und hängen nochmal eine Hilfeleistung an, die geht ja auch als Verzier. Wie viel Energie wird in Morgengold produziert? Nur durch lokale Quellen. Das ist ja interessant. Das heißt Geothermie, Wind und die lokale Quelle. Was ist denn das? Das kann ja nicht ein Wasserkraftwerk sein. Ist das ein lokales Kraftwerk hier oben? Je zwei Strom durch jedes... Durch jeden Windpark. Geothermie haben wir eine Quelle. Hier erzeugt nochmal 4 Strom. Anscheinend, ne? Dann machen wir das. Wir haben so viel, dann erzeugen wir hier auch nochmal ein bisschen Strom und entlasten uns. Wenn wir oben in die Kohle reinschauen, obwohl wir immer mehr Kohlekraftwerke bauen, verbrauchen wir immer mehr Kohle für Energie und haben einen immer größeren Überschuss, weil wir halt das ausgleichen, dadurch, dass wir die regenerativen Energiequellen anzapfen und auch außerhalb der 3 Produktionsränge diese Kraftwerke hinbauen. Wir bauen noch eins, hier geht's nicht, aber hier sollte eins möglich sein. Oh, ich habe noch eine ganz andere Idee. Wisst ihr was? Wir gehen hier hin. Wir plündern das hier. Das ist im 4. Ring. Das Geländefeld gehört sicher Morgengold. Achtung, Tooltip, 2. Zeile, ja. Das heißt, wir haben im Augenblick doch 22 Bürger. Wir zapfen das hier an. Beseitigen den Fischschwarm. Holen ihn mit Schleppnetzen komplett hier weg. Haben jetzt 23 Bürger.
und machen den Umweltfrevel dadurch wieder wett, dass wir hier in der nächsten Runde einen Offshore-Windpark bauen. Ja, das ist alles jetzt so umweltpolitisch durchmischt. Mal gut, mal peinlich, mal bin ich ein gutes Vorbild für euch, mal sehr, sehr abschreckend. Liebe Grüße, ganz liebe Grüße, euer WB.